eine Bank wie wir von Bad Wildbad bis Illinger, ja, von Knittlinger bis Schömberg, von Tieferborn bis Ischbringer, mal um so die Diagonale oder den Querschnitt zu sehen, wird immer Filialen brauchen, weil nur dann sind wir auch in der Region verwurzelt. Ich glaube, die größte Herausforderung wird sein, die Transformation von der analogen Welt in die digitale Welt hinzubekommen und alle unsere Kunden jeglichen Alters mitzunehmen. Und das ist schon der schmalste Grat, auf dem wir uns bewegen, auch im Filialnetz. Egal was kommt, bin ich überzeugt, dass die Menschen, die im genossenschaftlichen Bereich tätig sind, diesen Weg der Zukunft auch gehen werden. Step by step. Unsere Aufgabe ist es jetzt für jeden Mitarbeiter vor Ort, diese persönliche Beziehung so aufrechtzuerhalten, dass der Kunde, der heute bei uns Kunde ist, nicht aus irgendwelchem Grund zu einer Online-Bank wechselt. Das ist eine sehr große Herausforderung für alle, die bei uns am Kunde tätig sind. Der Volksbank wünsche ich zum Jubiläum, dass sie auch in den nächsten 150 Jahren noch Bestand hat, dass sie kluge Entscheidungen trifft, was die Expansion, die Weiterentwicklung anbetrifft. Und ja, wünsche ihr natürlich alles Gute. Prosperität. Sie soll sich weiterentwickeln und auf dem Weg einfach weitergehen, denn der ist erfolgreich. So soll es es weitermachen. Und ich werde halt, ja, solange ich noch bin, mitmarschieren. Dass die Volksbank noch weitere 150 Jahre besteht, so wie es sein soll. Und auch weiterhin alle so Mitarbeiter und auch die Kunden weiterhin unsere Kunden bleiben. Ja, einfach alles Gute für die Zukunft und dass ich noch lang dabei sein kann. Bei mir ist es noch ein bisschen länger wie beim Papa. Ich wünsche der Volksbank natürlich alles, alles Gute. Es sind keine einfache Zeiten. Die Banken sind in der Kritik und dass wir als Unternehmen Volksbank Pforzheim viele, viele Jahre noch am Markt tätig sein dürfen für unsere Kunden. Das wünsche ich mir und der Volksbank und allen, die damit mit der Volksbank zu tun haben. Ich glaube nicht, dass so, wie es in der Vergangenheit war, bleiben wird. Dass auch die Entwicklung, die Größenordnungen, die Strukturen werden sich ändern. Das ist ganz sicher. Und das wird natürlich auch eine Herausforderung sein in den nächsten 150 Jahren für die Vorstände. Ich habe gar keine Angst um die Volksbank. Es wird sich verändern. Auch wenn ich heute reinlaufe vorhin, die Schalter sind immer so, wie es war früher. Aber ist alles normal. Da sitzt der Haus, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, ich sitze auch da und mache mit der Überweisung mit der Volksbank, wenn ich das will, ich kann das machen. Und es wird weitergehen. Aber die Zusammenschlüsse sollten schon kommen, sich stark machen, glaube ich. Ne? Dass die regionale Bank bleibt, dass sie die Nähe zu den Menschen weiterhin so leben kann, dass sie gesund bleibt, dass einfach die Weltpolitik es ihr möglich macht, ihre vielen, vielen treuen Privatkunden, Geschäftskunden weiter zu versorgen. Dass das Miteinander auch in schwierigen Zeiten, die vielleicht kommen werden, und da hoffe ich, dass die Bank, die Volksbank Pforzheim, bleibt. Ich denke, aufgrund der Geschäftspolitik, die die Volksbank Pforzheim macht, wird sie auch in Zukunft gutes Standing haben, weil sie hat eine sehr stabile Klientel, insbesondere auch im prosperierenden Handwerk, muss man sagen. Und da macht sie einfach einen guten Job. Also ich sehe die Volksbank auf einem wirklich guten Weg.